dann darf ich mich bei unserem Erbauer hier recht herzlich bedanken. Leider. Leiden. Wer also da. Ja, Vorsicht. Diesmal ja. Ganz schlecht abzubauen. Gehst du mal rüber jetzt, weil die Kollegen möchten da das Schiff wieder heil auf dem Dings absetzen. Das ist der Abgas. Die Harold Köpke, einer der moderneren, der modernsten Seenotrettungskorps, war noch etwas länger. Sind also ausgemustert. Die Esberger liegen, glaube ich, in Sinsheim im Museum. Klappt das? Und dann kann man die besichtigen. Die müssen noch einmal wieder, einmal im Jahr die Maschinen starten. Dann sieht er da so gut aus. Bitte schön. Wie gesagt, einer der modernsten Seenotrettungskreuzer, die wir hier auf dem Wasser haben. Die große Klasse war überhaupt, die ganzen Seenotrettungskreuzer, die früher einen offenen Fahrstand haben, die gibt es nicht mehr, da auf der Nordsee ein schwerer Unfall gewesen ist, da ist also die Esberger Kapitän. Und die Marine hat das, glaube ich, auch schon mal gebracht. Die ganzen Schiffe, die im Marsch 1:1 sind, die großen, sind alles selbstverständlich. Sollten die sich mal auf die Seite legen oder durchklettern, die richten sich mal wieder selber auf. Die Originalschiffe sind alle aus Aluminium gebaut, haben zwei Außenrohre, das heißt zwei Rohre, so Außenrohre, ja. Zwischen den beiden Außenwänden sind dementsprechend die Kühlung für die Maschine da. Um dort bei der Geschwindigkeit hier sagen, die Fahrtkonten des Kühlwassers zu kühlen. Wenn jemand länger im Wasser gewesen sein wird, dann seine ganzen Sachen hier zu einem Arzt am Rand übertragen. Der entscheidet dann mit dem Rettungssanitäter zusammen, was da zu machen ist. Sollte es sich um einen sehr ernsten Fall handeln, man hat also jetzt den Patienten aufgenommen, dann kann also der Hubschrauber und diese Person oder diese Person der Nacht. Diese Übung wird also mindestens ein paar Mal im Jahr gemacht. Der Hubschrauber schwebt dann über dem Deck und mit leichter Hand nach vorne. Das Schiff dann immer auf Position gehalten und dann wird der Verletzte nach oben gewinkt. Dann geht es sofort ins Krankenhaus. Hier ist nur eine kleine Knochengruppe, die wir hier haben. Das ist natürlich auch eine der modernen Sachen. Notiert daraus, dass die Holländer auf Knochengruppen arbeiten. Hier sind eine Weise, dass man keine Schraube mehr drin, sondern hat einen Hydroantrieb. Das heißt, dort wird Wasser vorne angesaugt und wir sind dann hier. Oh hier. Ja.
das hat er zum großen Teil hier. Du möchtest gerne auch noch was auf die Seen und Rettung oder soll ich dir was erzählen? Hör gerne zu, Baba. Mach mal. Also, diesen T-Scooter, den Sie da draußen sehen, ist also früher für die Küstenverteidigung an sich gedacht worden im Zweiten Weltkrieg. Das war so ein Hilfskreuzer sozusagen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg mussten diese Schiffe ja alle abgegeben werden. Aber man wollte ja auch nicht, dass wir Deutschen dann Hunger müssen, die an der Küste. Deswegen sind die dann so umgerüstet worden und für die Fischerei freigegeben worden. Es gibt davon noch einen Baukasten der Firma, oder gab es mal einen Baukasten der Firma Kaufmann. Das ist die Elke. Das ist meistens ein Begriff. Ist aber auch ein Kriegsgüter gewesen, der dann noch eine Runde über den Teich fahren. Das Einzige, was nötig ist, ist ganz einfach,